Das glaube ich doch jetzt nicht. Oh, Menschenskind, das war eins. Wieso zum Henker hat der... Wieso hat dieser Baum jetzt gesagt, keine Früchte? Das wird doch jetzt gesagt, ideal zum Teleportieren gleich. Brauchen wir den Herbst? Den Sommer? Ja. Irgendwie fehlen mir jetzt hier wieder ein paar Informationen. Das ist doch nicht euer Ernst. Was genau, bitteschön, fehlt mir denn jetzt hier? Der Sommer? Fehlt mir jetzt also hier der Sommer? Was genau fehlt mir jetzt? Ich glaube, wir brauchen erst wieder den Herbst. Und ich muss wirklich sagen, bis jetzt ist das Sack hier mit Abstand das Umständlichste, was ich bisher gemacht habe. Okay, was erhalten wir hier? Ach nee, nur wieder einen blöden Gacha-Kern? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Dafür der ganze Aufwand? Das stimmt doch jetzt, er sagt wieder was nicht. Wir haben die Reihenfolge doch jetzt, er sagt, richtig gemacht. Stimmt doch jetzt irgendwas wieder nicht.
Wir haben die Reihenfolge doch richtig gemacht. Wir haben die Reihenfolge richtig gemacht. Sind jetzt der Sack hier weitergekommen? Aber kommen jetzt hier wiederum nicht weiter? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso zum Henker kommen wir jetzt als Saki nicht weiter? Wir haben doch also auch keine Möglichkeit, nach oben zu gelangen. Es sei denn natürlich, es ist zwar natürlich jetzt ein bisschen unwahrscheinlich. Nein, ich hatte jetzt vielleicht gedacht, dass wir jetzt hier einen Gacha-Kern einpflanzen müssten. Okay, hier haben wir eine Möglichkeit zum Einpflanzen. Aber das würde mir jetzt, glaube ich, doch nichts bringen, oder? Oder habe ich jetzt gesagt, wirklich wieder irgendwo ein Item übersehen? Wir sind jetzt doch schon mal bei einem weitläufigen Ruin angekommen. Aber wir kommen jetzt irgendwie nirgends so weiter nach oben. Also irgendwas fehlt jetzt wieder. Irgendeine besondere Information fehlt uns jetzt wieder mal. Aber was für eine Information wäre das denn jetzt, die uns hier fehlt? Wir haben doch alles jetzt Elsack genauso gemacht, wie wir es Elsack machen sollten. Und das andere Gebiet jetzt hier, das gehört doch ehrlich gesagt zum Endboss. Aber dann müssen auf jeden Fall irgendwie diese Statuen verschiebbar sein. Verstehe ich dann jetzt erst recht nicht. Wir haben gesagt, durch die Treppe gesagt, bloß einen blöden Gacha-Kern gekriegt. Das bringt uns der Sack ja nicht weiter. Der Wechsel aller Jahreszeiten jetzt hier an der Stelle? Eigentlich ebenso wenig. Also jetzt ist hier natürlich alles voller Blätter. Oder vielleicht müssen wir doch irgendwas ausgraben, irgendein Schalter?
Nö. Ah, der Winter. Dieser verdammte mistige Winter. Menschenskinder ist aber auch. Die Ruine macht sich ja, sagt aktuell, immer umständlicher, als was sie eigentlich sein könnte. Oder ich mache das Ganze vor allem ein bisschen umständlicher. Hihihi, Link! Erkenne, du Narr! Wenn du den rettest, wird die Welt erfüllt von Zerstörung, Qual und Verzweiflung. Unser großes Opfer erfolgt und der König des Bösen wird wieder auferstehen. Dann erst wird das Volk den wahren Schmerz spüren, während Finsternis das Land bedeckt. Hihihi. Oh, oh. Mir doch jetzt egal. So, Level 6, antike Ruinen. Jetzt geht's erstmal wieder rund hier im Kampfverbund. Überraschenderweise ist hier wenig los. So, kommt her, ihr blöden Flederleins. So, ihr Mumien. Ihr mögt zwar für antike Ruinen jetzt gut geeignet sein. Ach nö, wieder mal irgendwas hier, wofür wir keinen Schalter brauchen? Natürlich, aber Schlangen. Das wird jetzt, sag sicherlich, eine lange Mission, ein langer Part. Wollt ihr mich jetzt, sag hier, verarschen oder was? Wieso ist jetzt kein Schalter? Wieso gibt es jetzt hier keinen Schalter? Okay. Wozu brauchen wir jetzt, sagt das Magnetmodul? Okay, dadurch haben wir jetzt erstmal den anderen Raum geöffnet. Thank you.
Okay, hier herrscht aktuell wirklich eine kleine Schlüsselarmut. Okay, so weit, so gut. Nichts weiter jetzt als 5 Rubine? Okay, das Ganze hat jetzt gesagt nichts mit Rubine. Hä? Gibt es hier irgendwelche Geheimgänge? Es muss hier irgendwelche Geheimgänge anscheinend geben. Okay, vielleicht brauche ich auch erstmal was zu trinken. Okay, die antiken Ruinen machen sich jetzt erstmal hier ein bisschen antik umständlich. Aber es gibt hier Schlangen. Und wieder mal recht unbewegliches. So eine Karte, das ist jetzt ja noch besser. Oh Gott. Was bringt mir, sag all die Rubine, wenn ich damit nichts anfangen kann? Dieser Dungeon ist gefährlich. Och nö, und jetzt scheint hier... Ich weiß nicht wie, aber irgendwie fehlt jetzt hier ein...
Mist, uns fehlt irgendwie jetzt hier ein Item. Wieso fehlt uns jetzt der Sack hier wieder ein Item? Welchen Weg haben wir denn jetzt der Sack ausgelassen? Okay, die Räume werden der Sack am Ende immer kleiner, aber... Oh nein, diese Dinger kann man ja ganz einfach erledigen. Boah, ist das nervig. Und wir haben noch nicht mal einen einzigen Schlüssel jetzt gefunden. Okay, zuallererst müssen wir anscheinend, er sagt, diesen Weg hier gehen. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Hier soll uns anscheinend auch nicht gerade sehr gut weiterbringen. Die sollen uns ja bloß aufhalten. Okay, der Weg von eben hat uns der Sack leider nicht sehr viel gebracht. Also gehen wir jetzt der Sack den Weg gerade aus. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen herumhantieren mit dem Magnethandschuh. Ja, die antiken Ruinen. Ich hoffe, er sagt, das bringt auch was.
Gut, damit hätten wir jetzt erstmal den ersten kleinen Schlüssel überhaupt hier eingesammelt. Aber für welchen Raum sollten wir denn jetzt Sack nutzen? Für den Anfangsbereich? Tja, ich werde damit wohl, wohl kaum irgendwas falsch machen. Andererseits sieht es jetzt danach aus, als hätten wir was falsch gemacht. Aber das kann doch jetzt, ehrlich gesagt, wieder nicht möglich sein. So viele Sachen zum Falschmachen gibt es doch hier eigentlich überhaupt nicht. Schwierig. Ist das jetzt der Sack doch wieder? Oder ist es der Sack eine Wurfgeschichte? Das kann eine Boomerang-Geschichte sein. Es kann eigentlich bloß eine Boomerang-Geschichte sein. Aber eine ziemlich umständliche Boomerang-Geschichte. Ansonsten haben wir uns vielleicht also wirklich schon ein bisschen vertan und hätten den anderen... hätten die andere Tür öffnen sollen. Das kann man doch erst jetzt nicht ahnen. Wozu sollen Elsack jetzt ja auch diese roten Flächen sein? Thank you.
irgendwie Schwachsinn jetzt. Verstehe ich jetzt einfach nicht. Es kann nur der Boomerang sein, aber irgendwie funktioniert das nicht. Aber er holte, er sagt doch nicht, er sagt so ein... Naja, das geht doch irgendwie überhaupt nicht. Es würde vielleicht gehen, wenn wir, er sagt, eine magnetische Kugel hätten. Aber wir haben, er sagt, nichts Magnetisches und können das beim besten Willen sicherlich überhaupt nicht mitnehmen. Nee, wir haben doch jetzt, er sagt, hier schon alles erledigt. Ihr wollt mir doch jetzt verarschen. Seit wann funktioniert dieser Schalter? Sagt mir jetzt nicht, er sagt, ich kann das mitnehmen. Nein, natürlich geht das nicht. Aber wie soll ich da jetzt weiterkommen? Nee, das ist unmöglich. Wir können, er sagt, die Eisenkugel, er sagt, nicht mitnehmen. Und ich glaube, er sagt, beim besten Willen auch... Dass ich jetzt theoretisch auch die den falschen Schlüssel eingesetzt habe. Ja, ich kann doch jetzt hier sowieso nicht weiter... Das verstehe ich jetzt nicht. In was für einen Winkel muss ich denn den Boomerang jetzt werfen? Thank you.
Okay, jetzt will ich mal das Ganze mal nachgoogeln. Am besten, wenn es der sagt, sowas mit Winkelgeschichten ist, kriege ich das beim besten Willen nie auf die Reihe. Und jetzt lädt die Lösung, ist auch noch nicht richtig. Okay, dann ein anderes. Okay, das sind jetzt vielleicht, sagt die Tempelruinen. Nein, das jetzt, sagt auch was ganz anderes. Ich habe hier beim besten Willen. Jetzt nicht den richtigen Weg. Okay, ich mal sehen. Oh, verdammt, ich muss wirklich irgendwie versuchen, mit dem Boomerang einen Schalter zu aktivieren. Bedauerlicherweise habe ich jetzt keine richtige Antwort gefunden, wie ich denn jetzt sagt bitte schön den verdammten Boomerang steuern soll. Das ist nervig, sage ich euch. Wer bitte schön hat sich denn so eine blöde Steuerung für einen Boomerang ausgedacht? Aber vielleicht ist das...
Oh, verdammt nochmal, ich weiß einfach nicht, wie ich den Boomerang jetzt hier werfen soll. Ich komme aber irgendwie doch nicht ehrlich von den Gedanken rum, dass ich ihr irgendwas falsch gemacht habe. Mit dem normalen Boomerang kann man doch ehrlich gesagt sowas überhaupt nicht schaffen. Ich habe ja sag schon gelesen, als Belohnung sag hier ein Schatz in diesem Dungeon ist ja sag ein magischer Boomerang, den man steuern kann. Den würde ich ja sag jetzt zu gerne gebrauchen, aber ich komme auch nicht drum her zu denken, dass ich ja sag jetzt hier irgendwas falsch eingesetzt habe. Okay, wir müssen das anders nochmal machen. Wer hätte eigentlich auch gedacht, dass er sagt, ein einziger Schlüssel, der sagt, jetzt so viele Qualen bereitet, aber ich. Ich muss jetzt einfach mal eingeben: Tamruine Boomerang-Rätsel. Ah, das war der. Okay, ich habe jetzt hier eine bessere Komplettlösung gefunden jetzt erstmal. Und bisher haben wir es, wie es aussieht, doch richtig gemacht. Auch wenn ich es nicht glaube. Wir haben den Schlüssel ebenfalls genutzt, um den Block mit Schlüsselloch rechts aufzuschließen. Okay, anscheinend können wir, wie es aussieht, das Drehkreuz irgendwie zu unserem Vorteil nutzen. Und das hätte man. Habe ich ja seit beim besten Willen nicht gewusst.
Hä? Das kann man doch ehrlich gesagt trotzdem nicht benutzen, richtig? Drehkreuz bewegt sich doch irgendwie nicht anders. Aber um ehrlich gesagt, da wo ich jetzt war, weiterzukommen, bräuchten wir den magischen Boomerang. Und ich muss jetzt irgendwie weiter nach oben kommen, um dann irgendwie... Ich brauche einen Schlüssel, aber wieso kriege ich das jetzt nicht? Und wieso zum Henker? Stand er sagt im Internet, dass man er sagt, das Drehkreuz irgendwie anders benutzen kann. Das ist doch also auch unmöglich. Okay, vielleicht müssen wir es so irgendwie machen. Man muss sich doch dabei jetzt hier irgendwas gedacht haben. Oh, ich verstehe. Wieso habe ich den Schlüssel, der sagt, nicht hierfür benutzt? Das Blöde ist natürlich, die Tür auf der anderen Seite bleibt ja nicht offen. Und wieso bleibt das jetzt der Sack hier zu? Okay, vielleicht brauchen wir jetzt erstmal... Oh, ich krieg die Krise. Ich will das doch jetzt wenigstens einmal jetzt irgendwie richtig hinkriegen. Ach nein. Wer auch immer sagt, das hier entworfen hat, ist ein Sadist.
Okay, jetzt wenigstens so. Jetzt verstehe ich wenigstens endlich mal, wie das ganze Sack wirklich gemeint ist. Gott, jetzt aber. Ach, komm schon, ich will doch bloß, er sagt, noch einen kleinen Schlüssel haben. Ist das jetzt, er sagt, hier wirklich zu viel verlangt? Die Antwort, ja, es ist aus irgendeinem Grund zu viel verlangt. Gott, jetzt haben wir den kleinen Schlüssel. Ach, Menschenskinder, was macht man hier? Sagt von. Okay, ich würde, sag mal, sagen, ich versuche, sag mal, innerhalb des Dungeons mal zu speichern. Müsste ja theoretisch ja auch klappen. Und damit sage ich jetzt erstmal hier, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt erst einmal genug von diesem ganzen Kram hier. Dass man allerdings auch das Drehkreuz, sag, so benutzen kann, das habe ich, sag, beim besten Willen nicht gewusst. Und da ich also bei der anderen Seite auf jeden Fall nicht weiterkommen, ist es auf alle Fälle offensichtlich, dass wir erstmal diesen magischen Boomerang brauchen, von dem ich gelesen habe. Und daher sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Ich versuche jetzt einfach mal hier zu speichern und mal sehen, ob wir im nächsten Part noch einen Schlüssel haben.